Diese Szenen von Jana wurden Dschungel nicht gezeigt. Jana Palaske, 43, kam nicht dazu, ihre Geschichte im Dschungelcamp zu erzählen. Die Schauspielerin musste das Camp im australischen Dschungel am 12. Tag verlassen. Eigentlich wollte die Brünette noch von einem traumatischen Erlebnis berichten, das ihr widerfahren war. Ein Mann hatte sie brutal überfallen, wie auf ihrem Instagram-Account während ihrer Teilnahme veröffentlicht wurde. Weitere Details wollte sie dann im Dschungel erzählen. Diese Szenen wurden aber nicht gezeigt, warum nicht? Wie Bild erfahren haben will, sei das Thema im Camp zur Sprache gekommen, als Jana jedoch genauer davon berichten wollte. Habe mit Camperin Cecilia Asoro sie unterbrochen und begonnen, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Jana habe bei so wenig Feingefühl dann das Lagerfeuer verlassen. Bei Reality-Formaten wie Ich bin ein Star, Holt mich hier raus, leben Menschen unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Was in den täglichen 1- bis 2-stündigen Shows zu sehen ist, ist eine redaktionelle Entscheidung, lautete das Statement des Senders diesbezüglich. Auf Janas Instagram-Account war vor wenigen Wochen ein Foto der 43-Jährigen von ihrem Stellvertreter veröffentlicht worden, auf dem sie schwere Verletzungen im Gesicht hat. Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte, mich zu vergewaltigen. Das und wie ich überlebte und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder, hieß es in dem Post. Alle Infos zu Ich bin ein Star, Holt mich hier raus auf RTL Plus. Muzica a pus cu rapul și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind, ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu meretate printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut, pe scurt, de la un...